man muss sich einfach. Nein, man muss sich auf Face konzentrieren und dann funktioniert es eigentlich von alleine. Der 25-jährige Mark Haller probiert es mit seinem schauspielerischen Talent und tritt als junger Mann mit ausprägtem Schweizer Akzent auf. Jetzt, wo bin ich stehen geblieben? Ah ja, genau hier. Mein Ziel ist es, für die Schweizer Botschaft auf der ganzen Welt zu spielen. Ich bin Schauspieler und Zauberkünstler. Das Ganze hat angefangen bei einem Mittagessen mit dem Jacques Ducret, mit dem Schweizer Botschaftsrat hier in Wien. Und er hat mich auf die Idee gebracht, ein Video zu drehen für die Schweizer Botschaften. Ich glaube auch, dass sich das Produkt wunderbar eignet für all die Orte, wo die Schweiz in einem internationalen Kontext behandelt wird. Ich meine, ich könnte jetzt den Leuten auch ein Sackmesser oder ein Stück Schoki schenken. Ich schenke ihnen aber viel lieber Moment und gebe den Leuten dadurch auch die Möglichkeit, der Schweiz auf eine völlig neue Art zu begegnen. Das Produkt ist sehr flexibel einsetzbar. Es gibt es auf Schweizerdeutsch, Deutsch und Englisch. Es funktioniert von 5 Leuten im Apero oder in einem Wohnzimmer bis auch von 1300 Leuten im Wiener Burgtheater oder als Auflockerung von einem Meeting. Man kann es 5 Minuten buchen, man kann es aber auch 2 Stunden lang buchen. Der Applaus ist sehr wichtig. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber bei uns gibt es ein Sprichwort, das heißt, der Applaus, das Brot des Künstlers. Ja, jetzt wissen Sie auch, warum ich so dünn bin. Ist aber egal, anfangen können wir trotzdem. Ich habe mich natürlich auch riesig gefreut, dass mich das Burgtheater angefragt hat, für 5000 Euro heute Abend hier aufzutreten. Ich habe natürlich sofort zugesagt und dann dem Burgtheater auch relativ schnell die 5000 Euro überwiesen. Ja. Das ist jetzt ein super Beispiel. Sehen Sie, das ist Plastikverschmutzung. Sehen Sie das? Ja. Ich sage Ihnen ehrlich, landen jedes Jahr mindestens 800 Millionen Tonnen von diesem Zeug in unserem Weltmeer. Wir schmeißen das einfach weg, uns ist das egal. Da kommt aber ein Goldfisch, der kann nicht unterscheiden, ob das jetzt Plastik oder Meerespflanzen sind, der frisst das dann. Da kommt ein Fischerboot, bringt den Fisch zu uns nach Österreich und der Plastik ist dann wieder bei uns im Meer. Sehen Sie, das ist der Teufel. Nein, einfach nicht hier. Ja, einfach, nein. Ja, ich weiß schon, was ich denke. Ich denke jetzt sicher, der redet da gescheit daher mit. Mit Reden kann man nichts beweisen, das ist völlig richtig. Wichtig ist die Information, die man vermittelt, meine Damen und Herren. Das muss ich jetzt kurz, das ist ja der Punkt, Information kriegt man ja nur selten und wenn, dann ist die auch noch falsch, das ist das Problem. Ich sage Ihnen jetzt was, die gescheitesten Leute, ja, die gescheitesten Leute, wie zum Beispiel Sie und ich, die reden miteinander und nichts kommt dabei heraus. Trotzdem, man muss das hier vielleicht auch mal ein bisschen hinterfragen und dann vielleicht feststellen, dass es gar nicht funktionieren kann, weil es hier eine ziemlich durchlässige Angelegenheit ist. Und deswegen, meine Damen und Herren, das sehen Sie selber, das funktioniert so. Das wird immer schlimmer. Ich habe vor 2 Jahren die Kunstfigur Erwin ins Leben gerufen. Der Erwin ist ein sehr liebenswürdiger, ein bisschen schusseliger Schweizer. Ich komme ursprünglich aus der Schweiz. Bin international tätig, bin heute von Zürich nach Wien geflogen. Bin jetzt noch ein bisschen durch den Wind. Die Zeitverschiebung hat mir extremst auf die Psyche geschlagen. Es war generell ein sehr anstrengender Flug. Wir sind 19 Mal zwischengelandet. Einmal um aufzutanken und 18 Mal um nach dem Weg zu fragen. Der Erwin ist ein Clown. Das setzt mich immer ganz vorne im Flugzeug hin, weil im Falle einer Notlandung in der Wüste ist die Chance, dass der Getränkewagen schon beim vorbeigekommen ist, einfach ein bisschen grösser. Ich habe schon als Kind Klön wahnsinnig bewundert und für mich ist ein Clown eigentlich ein Geschichtenverzähler. Es können traurige Geschichten sein, wie auch fröhliche Geschichten.
Mein Großvater hat immer gesagt, die Erwartungshaltung ist keine artgerechte Haltung. Ja, leider ist er letztes Jahr gestorben. Er ist friedlich in seinen Sitz eingeschlafen, was man leider von seinen drei Mitfahrern nicht behaupten kann. Ja, gut.